zum Tiger. Hier nichts, wo hier nichts unterwegs. Das Tiger? Nee, du musst woanders hin. Das kann ich dir verraten. Die alte Schlange hat sich aufgelöst. Sie hat gesagt, gefährliches Treffen, gerne, aber nicht mit dem. Nee. Der macht uns alle. Ja. Oder vielleicht hat sie sich auch mit anderen Schlangen nicht so gut verstanden. Das ist halt schon anstrengend, wenn man so ganz viele Verwandte hat und die sind alle irgendwie blöd. Und man hat sich zerstritten und ein Familientreffen, das ist auch furchtbar. Ja. Ich frage mich schon, bemerkt sie den Igel? Bemerkt sie? Nein. Okay, gut zu wissen. Lass es mich so sagen. Nein, ich habe den Igel rein gar nicht bemerkt. Och, Schlange! Husch doch nicht von mir weg! Ich will dich doch bloß töten! Läutern, reinigen! Dir deine Bosheit austreiben! Such dir was aus! Aber nicht töten! Genau, wenn ich meinen Kopf bewege, kann ich die Kamera-Dings bestimmt ausgleichen, ist klar. Weiter so Gehirn. Verdammt, jetzt zeigst du mir den Felsen, ich muss um den Felsen nochmal umgucken. Sind hier immer noch welche? Mit zwei Schlangen und einem Egel oder so. War das meine Anvisierte? Weiß ich doch nicht. Habe ich die Anvisierte getötet oder ist die plötzlich weggelaufen? Ich habe immer wieder neue Anvisierte und die sind dann immer, wenn ich sie angetötet habe, zu dir gelaufen. Und bei mir sind sie dann komplett kaputt gegangen. Ja. Das war so Arbeitszeitung. Sorry macht die Vorarbeit. Rose gibt dem Ganzen den finalen Touch. Sweet, haben wir hier irgendwas Lustiges? Nein. Nö, nicht wirklich. Daneben nicht. Hier ist niemand, den du momentan abfangen musst, weil er von oben wieder runterfallen kommt. Sweet, hättest du Spaß dran, mit mir da runter zu springen? Das kann, würde ich dem Kerl sogar fast zutrauen. Moment, er würde auf jeden Fall mit Rose runterspringen. Eben. Ist er nicht schon da runtergesprungen? Nein, er ist den Turm runtergelaufen. Gelaufen. Ganz ehrlich. Es muss nicht mal unbedingt Rose sein. Er wird mit jedem der Mädels da runterspringen. Mit Vorliebe, mit Freude. Okay. Also das wäre jetzt... Haben wir den Egel mit drin? Ich glaube nicht. Sorry, falsche Richtung. Obwohl, jetzt hätte ich fast riskiert, den Egel mit ins gefährliche Treffen zu holen. Ja, hier ist das nicht so schlimm. Das sind so Gegner, die sind so weit unter uns inzwischen. Ah! Cool! Dann wäre ich mir sicher, dass es zwei Schlangen und ein Egelpaar. gewesen sein werden könnte. Ich bin mir sehr sicher, die sind irgendwann gewesen. Ja. Ich sehe nichts mehr. Leila, hör auf damit.
Nee, der Igel ist immer noch da. Mibu, das kannst du so toll. Er liebt seine Finstertränke. Normin! Jo! Hi! Es ist Shell. Hi, Shell! Fähigkeit gegen Krustengegner, habt ihr das sehen? Du hast noch nicht so viel. Tschüss, Shell. Hi, Schlange. Ach, Schlange. Sorry, nicht immer vom Kampf gesehen wegrennen. Angreifen. Lage ist viel zu viele Schlangen um Rose rum. Das macht nichts. Das sind Feuer anfällig. Ja, eben. Feuer! 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 Scharfschützen! Nee, Feuer! Meine Gegend! Los, ey! Die Explosion habe ich gehört und gemerkt. Ja. Ich habe sie nur gesehen. Rose hat ein neues Lieblingsart. Leider hat ein neues Lieblingsart. Was ein neues Lieblingsart ist. Na komm schon. Den bösen Steinfresser. Den ignorieren wir einfach. Ja, natürlich. Wenn, dann würde ich hier freies Feld haben. Und seien wir ganz ehrlich, die Gegner können einem hier echt leid tun. Ja, ja. Boah, du zu Luft mit Feuer, ich über den Boden mit Feuer, der hatte ja gar keine Chance mehr. Oh. Wie viele Schlangen gibt's denn hier? Zu viele. Der Kobold-Herr. Wieder schon gegen Feuer. Und Wasser. Und Gegen. Aber er bringt Feuer an die Gegner mit. Ja. Ist das dann für Vieh? Ach, das ist der um das Ding rumrennt. Also ich bin nicht tot. Wie gut, dass wir teuer eingekauft haben. Wo bin ich denn? Der lässt mich nicht in Kombos kommen. Der macht immer sofort seinen Kumpel einen Pfeilhagel. Ja. Das hatte ich mir irgendwie cooler vorgestellt. Rose! Da hinten bist du. Wir retten mal Savit. Los, ey. So, wir retten Savit weiter. Oder auch nicht. Ja, ich habe mit dem Goblin her mein Privatrail. Jetzt, wo ich ihn wieder raus habe. Okay, ihr dürft doch damit machen. Dürfen wir, tatsächlich! Ja, jetzt wo alle anderen weg sind. Ups. Irgendwie, das war nicht der Plan, Goblin her. Dass du plötzlich meinen Arzt, dass die dir plötzlich egal sind, das war nicht so ganz der Plan. Sorry, warum rennst du weg?
Oh, wir haben ihn in der Ecke! Mhm. Ist die Kameraeinstellung so gut, oder? Ja, wir sehen alle, was passiert, glaube ich. Ja, ich mach 600 Schaden! Zelita hat gerade auch nur 700 gemacht. Nee, der... Der wehrt ungefähr alles ab. Ganz ehrlich, solange er nicht zaubert, ist doch in Ordnung. Jetzt zaubert er. Doppelamortisierung? Unser Lieblingshobby. Das war dumm von mir, das war sehr dumm von mir. Ich habe die angegriffen, habe aber offensichtlich habe ich das. So, es geht gut und der ist gleich hinüber. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber anscheinend hat der Amikat seinen Zauber reflektiert. Ups. Oh. In dem Moment bin ich gestorben. Ich wollte nur sagen, ich habe doch gerade noch runter, ging es doch noch allen halbwegs gut. Also teilweise ist die Dichte von Gegnern auf der Karte etwas übertrieben. ZMK auch wieder rumliegt. Ich bin noch da. Vergesst mich nicht. Grüner Irrstein Koik. Der verzweifelte General versucht immer wieder, sich umzubringen, aber er kann nicht sterben. Er braucht einen Friseurtermin. Dann geht das alles. Sie hat ihn durchschaut. Ich habe jetzt 4 gezählt. しにきれなかったみたいだな。けどおかしくない?こんなに失敗するなんて本気じゃなかったんでしょ?そうは見えなかったよ。むしろ本気で死にたがってる感じがした。偶然じゃないってことか。そこまでは。わからないことだらけね。なんせ世の中は。怖いか。 Madeleine! Wie geht's uns eigentlich? Madeleine können wir, glaube ich, essen. Ja, 7,50 €. Ja. Rose und Lina freuen sich sehr darüber. Ja. Guck mal auf die Karte. Genau, weiter in die Richtung. Und dann hohohoho. Toll, man sieht das blöde Teil wieder nicht. Es ist am Rand der Karte. Das da? Ja. Ich wollte sagen, der hier fehlt uns noch. Rotes Kraut. Links. Sorry, renn nicht immer weg, wenn ich nach unten drücke. Aber das tut er doch so gerne. Ich weiß nicht, was, dass du was geklärt hattest. Ja, er kann doch auch oben was gelernt haben. Stimmt. Und was heißt hier du? Dann guckt sie nicht mal nach! Nein, da hat er nichts gelernt. Da hat er wahrscheinlich in der Wasseramortisierung was gelernt. Da! Ja. Dann hat sie sich was gelernt. Ja, dann wahrscheinlich in der Wasser. Okay, dann guckt sie nicht. Ja, sieht aus, als würden wir gerade mal gewinnen. Ab und einmal. Rose, du bist im Bild. Dem konnte ich kaum ausweichen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja.
Ich war aber so halbwegs clever. Es ist stehen geblieben und nicht in meine Windart reingerannt. Das ist halbwegs clever. Ja. Aber das war fies, wie es sich hinter der großen Rose versteckt hat. Eben. Genau, fahr noch ein bisschen weiter. Tada! Wir sind vor Dingens. Genau. Schmelztiegel. Schmelztiegel Philipp Ottokar Herkules. Nicht Pirgelbert. Und Pirgelbert. Philipp Ottokar Herkules. Philipp Ottokar Herkules Pirgelbert, der Dritte. Eigentlich heißt es Mahanaulavlavla. Nur Edna dabei treten. Versuchen wir's. Ah, ist das nicht schön? Eben. Fuchs kann sich nicht beschweren, dass sie wegamortisiert wurde. Richtig, wir haben mal wieder die Hände frei. Okay. Ah. Das ist richtig, aber du kannst ja auch jetzt nicht damit anfangen. Was sie mit? Umarmen sie alle ein letztes Mal, bevor du in deinen Schmelztiegel gehst. Du wirst nie wieder rauskommen. Das ist so lustig langsam. Jetzt sehen wir mal, was Edna eigentlich alles so kann. Ich bin schützig. Sie sind schwach gegen Erde und Fuchs setzt genau die Sachen ein, die keine Erde sind von Edna. Drück mal eine andere Richtung bei den Arts, sonst jetzt funktioniert sie immer nur ihre Windarts ein. Ich weiß nicht, da guckt keine Lust drauf. Wir können natürlich auch nochmal gucken, wo sie was hingelegt hat. Das könnte sie aber. Und dann ist sie wieder bei dem Winter. Sie will gar nicht. Ich glaube, die Kriegsarts oben sind das Wichtige. Zum Zaubern kommst du im Schmelztiegel nicht so unbedingt. Guck mal, du musst in keine Richtung drücken. Eben, einfach nur keine Richtung. Und zaubern. Okay. Ja. Also Edna kann eigentlich schon ganz schön coole Sachen. Vor allem Edna hat halt nicht nur wie die anderen Seraphen ihr Element, die hat irgendwie alle. Ja. Ich meine, sie hört es halt nicht gerne, sie ist halt ein besonders alter Seraph. Oh, es ist hier auch noch verlangsamt. Das ist schön. Das sieht sehr niedlich aus. Das erinnert mich so an Melek. Unwesentlich. Dir geht's übrigens nicht gut. Okay. Sie hat sich auf die Spinne eingeschossen. Ja, die zaubert.
armen kleinen Goblins können doch auch nichts dafür. Die standen aber gerade so schön beieinander. Schleim. Flop. Nein, ist Ednas Kampfstil verdammt elegant. Ja, was? Wenn sie jetzt nicht so langsam heilen würde, würde ich sie gleich spielen. Wenn. Ne? Hm? Wenn das Wörtchen Wenn nicht wäre. Ich bin gespannt, was jetzt auftaucht. Ich finde was Cooles. Definition, doch das könnte doch was unheimlich Böses sein. Igel. Mit Erdschwäche. Ja, das ist das Gemeine bei denen. Das sind Rudeltiere. Richtig rudelige Rudeltiere. Guck mal, die treten auch nur paarweise jetzt gerade auf. Ja. Also Kleinstrudel müssen da auch sein. Das und einen hat er schon weggeeist. Jetzt ist sein Partner ganz einsam. Jetzt kommt er zu den... Zu den? Beiden anderen rüber, habe ich gedacht. Aber hat er dann noch... Die bogen dann ab. Die wollen mit dem nichts zu tun haben. Schön drüber geschossen. Sag mal so, bei Igel stelle ich mich auch dumm an. Ja. Da fliege ich regelmäßig drüber. Komm, mit Colette würde ich die auch nicht treffen. Skorpione! Zaubernde Skorpione. Sehr nett. Ja, es hat den Vorteil, dass irgendwie was Erdiges zaubern. Mhm. Ja, du zeigst dir mal, wie das funktioniert. Ein Ork-Mister. Die Ork-Lady haben wir noch nicht kennengelernt. Die Ork-Lady muss aber auch sehr interessant aussehen. Ich stelle mir gerade so ein Viech im Kleid vor. Ja. Wer weiß, ob die tatsächlich im Kleid unterwegs ist. Das ist auch kein echter Anzug. Das ist wahr. Und du weißt ja, wie weibliche Assassinen aussehen. Richtig. Die kannst du auch nur daran unterscheiden, von den männlichen Assassinen, dass sich das Assassinengewand auch ein bisschen wölbt. Fuchs, was hältst du von deinen aktuellen Gegnern? Gerade geht, aber ich will es nicht beschreien. Jederzeit würde ich nicht sagen. Du musst schon einen Gegner dafür besiegen. Eben, die sind ja nicht zeitbasiert, diese. Ja. Was kommt denn da jetzt noch hinten aus dem Boden? Das war wie ein Golem-Aus. Vorzugsweise kein Renngolem. Insofern. Bist du alleine? Das ist der Felsriese. Schön langsam. Passend zu Edna. Ich glaube, ein bisschen haben sie da auch mit drauf geachtet. Ich weiß nicht, was du gezaubert hast, aber es hat nichts gemacht. Ich hab's gesehen.
Felsriese wurde mit einem Regenschirm betäubt. Ja. Das ist ein typischer Felsriesen-Betäubschirm. Ah, okay. Aber nur weil Oscar Naranjo dran hängt, ja? Natürlich. Oscar Naranjo ist ein Felsbetäubungsgerät. Eine von Lieblings-Ednas Beschäftigung. Ja, ich sollte eigentlich aufhören zu reden, aber. Irgendwer muss ja reden, wenn Fuchs das nicht tut. Richtig. Fuchs könnte wenigstens Geräusche von sich geben. Couch. Zum Beispiel. Ich hab ihn wieder betäubt. Yay! Betäubt das Viech! Ich wollte gerade sagen, elegant abgewehrt, aber eigentlich hast du ja nur abgewehrt, das war nicht so elegant dran. Auf Shining abwehren kann ich nicht. Timing abwehren ist auch egal, du musst abwehren. Abwehren und vernünftig ausweichen, das ist das Geheimnis in diesem Spiel. Boah, ich kenne gerade meinen Hintern. Ja, der mag das, wenn man ihm den Schirm in den Hintern bohrt. Dann geht er freiwillig nach Hause. Ah. Welcher fehlt uns noch? Der Furoso? Also Furoso und Partner? Richtig. Und Sweet. おととい来なさい。明後日死になさい。つうことは年末には爆発だな。何を言ってるかわからない。ひでえ。いくら雑魚でも一人で大変だったろ。お疲れ、エドナ。別に雑魚なんか大変じゃないし。 Das Aphroditenband. Nicht die Aphroditenband. Echt nicht? Nee. Yo, wir sind die Aphroditen. Dieses klingt nach einer verdammt coolen Band. Wo müssen wir noch hin? Jetzt müssen wir in das Moor. Ja. Also nicht ins Moor, sondern in den Sumpf. Das Moor ist ja ein Moor. Also das Moor ist eigentlich eine Wüste. Also in den Sumpf beim Häftlingstausch. Genau, da den Häftlingstauschsumpf und bei dem Häftlingstauschsumpf ist der Richwagwald. Genau, und da wollten wir auch hin. Und da kommst du am schnellsten hin, wenn du über das Safgottmoor von der südlichen Oase reist. Ja. Ja. Eigentlich schon blöd, in einem Moor von einer Oase sprechen zu können. Richtig. Ja. Ich frage mich auch, ob da irgendwas in der Übersetzung schiefgegangen ist. Aber wieso hat der Kobold Hellion eigentlich den Irisstein gefressen? Weil es konnte. Vielleicht ernähren sie sich von Stein? Von Hellionstein. Nicht nur, vielleicht allgemein von irgendwelchen Steinen. Ein Beißer. Sieht hübsch aus. Sieht äußerst hübsch aus. Fuchs knackt. Fuchs ist... im knackigen Alter. Dein Brustbein abgeknackt. Ich frage mich immer noch, wie das geht. Dein Brustbein ist ein durchgängiger Knochen. Er knackt aber trotzdem. Hi. Im Häftlingsaustauschsumpf gibt es ein Dorf, das von einer heiligen Frau gegründet wurde. Sie muss etwas merkwürdig gewesen sein, einfach so ein Dorf nirgendwo zu gründen. Keine Ahnung, warum ich jetzt einen Dialekt bekommen habe. Weil... es wurde auf Dauer langweilig. Richtig. Vergiss nicht, das Ziel ist das Gleiche. Verstanden. Ich habe ihn gesehen. Und heute geht's um Stoßanzeige. SK-Kosten gesenkt, desto höher ist deine anfängliche SA im Kampf. Nutze nicht nur deine Lieblingsarts. Schade. Es geht auch so, es geht auch mit Lieblingsarts. Ja. Richtig, richtig. Uns ist das egal, ob wir nicht nur unser Lieblingsarts nutzen sollten. Tja, willkommen mal in einem echten Sumpf. Das sieht doch auch sumpfig aus. Speichern wir erstmal, dass wir einen Sumpf gefunden haben. Eben, Sumpf in der Moor. Es speichert. Es speichert. Immer noch. Es
schon zur Hälfte fertig. Es speichert, lala. Und Fuchs, wie kommst du mit den Seraphen so klar? Mit manchen besser, mit anderen weniger, aber weil ich die halt auch weniger spiele. Zum Beispiel Edna, ein Seestern! 6 Seesterne! Wuhu! Seesterne! Sorry, renn doch nicht immer vom Kampf weg! Ups! Ich bin gefeilt worden. Seesterne! Die haben schon Ähnlichkeit zu den Sunscreen Rangers! Leider. Also im Namen. Ja, so viel näher ist das wirklich, aber dieses Stern und darauf abgesetzt nochmal Stern. Und dann diese lustigen farbigen Texte an den Ärmchen. Ich wusste, dass sie dir gefallen würde. Das sind Seesterne. Was ist das? Das war Leila. Was? Ich finde nicht so eine rote Kugel übers Feld. Das ist Leila. Leila ist eine rote Kugel? Das ist durch Leila gekommen. Komm schon, grünes Vieh, lass mich in Ruhe. Riesengroße Seerosenblätter. Die halten auch genug Gewicht aus. Es freut mich zu wissen, dass ich nicht der Einzige bin, der diese Feen nicht leiden kann, egal wo sie auftreten. Boah, ist das Viech hartnäckig. Ist das noch da? Nein. Aber die Blümchen. Die Gnodulus Plantus. Die Gnodulus Plantus. Der Gegner, die... Gnodulus Plantus Geduldsviecher für mich. Oh, du hast mich vergiftet. Dafür wirst du mit deinem Leben bezahlen. Ich schätze dir Rose auf den Hals. Und sie wartet on. Es ist ein bisschen viele dabei. Das war nicht mein Ziel. Gut, dann schauen wir eben wieder. Alles. Wir machen hier nur noch Feuer. Brenn! Wenn der Gegner jetzt noch verstanden hätte. Das wissen wir alle, Rose. Sieht nach einer Goldtruhe aus? Nee, die ist viel zu klein. Habe ich da jetzt gerade Enten quaken gehört? Ja, wir sind in einem Sumpf. Wo sollen sie denn sonst rumquaken?